Real Fishing. So, hallo und herzlich willkommen hier vom Wolfgangsee. Ist ein bisschen südlich vom Fuschelsee, also ungefähr 2,5 Stunden von München entfernt. Da sind wir heute hingefahren, hier in Österreich. Ja, wir wollen heute auf Renken und auf Hecht angeln. Aktuell schleppen wir auf Hecht. Wie ihr seht, wir fischen hier mit 4 Angeln, weil eben 2 Personen auf dem Boot sind, pro Person 2 Angeln. Ja, wir fischen heute tatsächlich mit etwas größeren Ködern, als wir sonst machen. Wir haben jetzt auf der einen Angel den 30,5 cm Fire Tiger Kasteig drauf, auf der anderen Mike the Pike. Und dann auf der von euch aus gesehen linken Seite haben wir die kleineren, also einmal den Percy the Perch von West End und den Mad Shad Kasteig. Also schauen wir, dass wir da einfach ein bisschen variieren, aber wirklich großer Fisch, großer Köder. Gestern wurde hier ein 1,31 Meter großer Hecht gefangen mit 19 Kilo, also der ist zwar nicht mehr drinnen, aber man sieht, es gibt hier große Hechte und ja, so einen versuchen wir heute zu erwischen. Ja, das war jetzt unser erster Hecht für heute. Der ist jetzt 69 cm groß. Auf den Matchert von Kasteig haben wir den gefangen. Ja, war fast kein Drill. Also ich dachte eigentlich, dass gar keiner dran ist, sondern wir uns nur irgendwo verheddert haben. Und dann haben wir doch aber eingekurbelt gescheit und da haben wir ihn gesehen. Ja. Ziemlich dick sogar, der Kleine. Also ich hätte jetzt mehr als 69 geschätzt. So, das hat jetzt schon relativ gut geklappt, relativ schnell. Also ich denke, wir haben jetzt gerade mal eine Stunde oder so geschleppt und da hat dieser Hecht gebissen. Der Biss war eigentlich relativ typisch. Melvin meinte dann aber natürlich, dass er keinen Hecht dran hat, weil Melvin ist ja bis jetzt nur einen Hecht von 93 cm gewöhnt. Und ja, so ein 69 cm langer Hecht, der macht halt einfach noch nicht so viel Aktion. Hat wieder auf den Madshad gebissen. Also wir überlegen uns schon, ob wir den nicht in 30,5 cm holen sollen, um einfach mal selektiver zu angeln. Weil wir fangen dieses Jahr halt echt viele, nicht kleine Hechte, aber halt, wisst ihr, nicht die ganz großen. Also so 70 cm haben wir, glaube ich, dieses Jahr schon 4-5 gefangen. Wir haben im Prinzip jetzt nichts verändert an unserem Setup. Gleichen Köder draußen. Und wir gucken einfach mal, dass noch was geht. Also jetzt hat es so schnell geklappt, vielleicht klappt es jetzt nochmal. So, wie ihr vielleicht schon hören könnt, hoffentlich nicht, hat sich der Wind jetzt ein bisschen verstärkt, aber wir probieren es weiterhin. Wir haben gerade eine neue Batterie gekriegt von unserem Verleih. Wir haben das hier beim ortsansässigen Angelverein geliehen, das Boot, also kann ich euch sehr empfehlen, die sind sehr, sehr freundlich. Vielleicht geht noch einer, wäre cool, mal 2 Hechte an einem Tag zu fangen und wäre halt vor allem cool, wenn dann noch ein bisschen größer wäre. So, es ist jetzt so circa 17.40 Uhr. Wir wollen jetzt eigentlich bis 6 bleiben, aber Melvin hatte gerade beim Renkenangeln einen Biss. Ja, es kommt so die Abenddämmerungszeit und ich denke, jetzt können die Renken halt gehen und das wollen wir auf jeden Fall noch mitbekommen und da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Das Renkenangeln hat jetzt leider keinen Fisch mehr gebracht. Das Problem ist, dass einfach, wir waren zu einem Platz, wo die anderen Angler auch waren, aber die sind jetzt alle weiter hochgefahren in unserem Gebiet. Wir sind hier in dem mittleren Gebiet der 3 Gebiete und wir hatten einen Biss, aber das rentiert sich einfach nicht, weil die Renken, wenn sie beißen, dann kriegst du echt viele Biss in kurzer Zeit. Ob du die dann rausholst, ist die andere Sache. So, den Hecht, den wir heute gefangen haben, möchte ich euch nochmal zeigen, hat beim Schleppen gebissen. Wir haben ja mit diesem Sideplaner gefischt vom Angelservice Oberbayern. Wie gesagt, den fischen wir schon ziemlich lange, finden wir eigentlich echt super, weil der halt echt gut läuft und ihr damit keine Probleme habt. Und als Köder hat mal wieder der Kasteig zugeschlagen, der Madshad. Ich weiß nicht, ob der Kameramann das fokussiert kriegt, wahrscheinlich schon. Ihr seht, wir haben den sogar schon mit Heißkleber kleben müssen, weil er mittig so auseinandergebrochen ist. Also da seht ihr, wie erfolgreich dieser Köder ist. Das einzige Problem, das wir mittlerweile bei diesem Köder haben, ist, dass die Hechte einfach nicht mehr größer werden. Also wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr keinen Hecht über 80 cm gefangen, dafür aber 4-5 drunter. Also schreibt uns doch mal einfach in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen habt. Würdet ihr selektiv angeln, also sagen, ja, ihr fischt nur mit 30,5 cm Kasteig oder Gummifischen und kriegt dafür weniger Bisse, aber halt, wenn einer beißt, dann wirklich ein großer. Oder sagt ihr, ja, mir ist es auch wert, mal einen kleinen, also
70, 80 cm, ist ja nicht klein, zu fangen. Kurzes Fazit zum Wolfgangsee. Ich finde, das ist eigentlich echt ein guter See. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, wenn ihr die Karte zu dem Mittelteil habt, wie wir sie haben, dann ist es ein bisschen doof, weil ihr sehr eingeengt seid und weil extrem viele Wassersportler da sind. Also ob sie jetzt irgendwie Jetski fahren, segeln oder irgendwas. Und das ist beim Schleppen immer ein bisschen kompliziert. Das ist so das einzig Blöde. Also da gefällt mir zum Beispiel der Fuschelsee besser. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt nach noch nicht mal einer Stunde schleppenden Hecht gefangen. War leider der einzige Hecht, den wir gefangen haben. War jetzt auch nicht der größte Hecht, aber war ein guter Hecht, kann man sich nicht beschweren. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall wiederkommen, aber jetzt kommt wahrscheinlich erstmal der Fuschelsee und ein paar in Bayern, die ein bisschen näher für uns sind. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video einfach, abonniert uns und schreibt in die Kommentare, wenn ihr schon mal am Wolfgangsee wart oder wenn ihr irgendwelche Tipps, Tricks und irgendwelche Taktiken habt. Schreibt mir mal ein bisschen eure Meinung zum Großhechtangeln in die Kommentare, was ihr da empfehlen würdet. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus!